Hallo ihr Lieben, wie ihr dem Videotitel entnehmen könnt, soll es heute noch den Lemon vom Mai geben, also den Lesemonat und die Neuzugänge vom Mai. Ich bin wie immer ein bisschen spät dran mit dem Video, glaube ich. Und ja, der Mai war ganz gut. Eigentlich hatte ich gedacht, ich kann im Mai noch ein Unpacking machen, weil ich 6 Bücher Ende Mai bestellt hatte. Ein Teil von den Büchern kam auch noch im Mai, der andere Teil im Juni. Und deswegen habe ich dann kein Unpacking gemacht, weil das alles hier komplett zerstückelt ankam. Und ich wollte jetzt aber auch nicht sammeln und warten, bis alles da ist, weil das letzte Buch kam heute. Das habe ich im Übrigen immer noch nicht ausgepackt. Das mache ich dann gleich, wenn ich das hier gedreht habe. Deswegen gibt es jetzt kein Unpacking mehr diesen Monat. Damit müsst ihr jetzt leben. Es gibt 3 Neuzugänge und 6 gelesene Bücher. Ja, das ist doch ganz gut. Und ich würde sagen, wir starten immer mit den Neuzugängen, die ich im Mai bekommen habe. Das sind 3 Stück und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Den ersten Neuzugang, den ich euch jetzt zeige, den habe ich auch schon gelesen. Ich werde jetzt aber nicht viel dazu sagen, weil der ja dann in den Lesemonat vom Juni mit reinkommt. Also, sonst habe ich hier alles wieder doppelt und dreifach erzählt. Ich sage euch nur kurz, wie mir das Buch gefallen hat. Und zwar habe ich dann, nachdem ich diese Schätzchen hier bekommen habe, es auch gleich gelesen, Hope von Helena Hunting. Das ist der 4. und ich glaube auch letzte Teil der Miles Brothers Reihe. In diesem Teil geht es um Griffin Miles. Bei diesem Buch ist es so, dass der Anfang richtig, richtig gut war, es aber zum Ende hin leider so ein bisschen abflachte. Also die Story war schon noch gut, es hat mir schon noch gut gefallen, aber mir hat zum Ende hin so ein bisschen der Humor gefehlt, was ja diese Bücher für mich ausmacht. Und ja, war aber immer noch besser wie der dritte Teil. Der dritte Teil war halt einfach so süß und nett und so, aber war nicht mit dem ersten und zweiten irgendwie zu vergleichen. Die waren halt einfach, ne, die sind halt einfach mega gut. Der vierte Teil, wie gesagt, war besser wie der dritte. Ich würde ihn vielleicht gleichsetzen mit dem zweiten, wie es mir gefallen hat. Der erste ist der erste und ich glaube, der erste bleibt auch mein Lieblingsteil aus der Reihe. Und ja, dann kommt 2 und 4 an gleicher Stelle und dann kommt Nummer 3. Aber es sind trotzdem alles ganz, ganz tolle Bücher und die sind halt sehr, sehr witzig. Ich werde es so machen, damit ich euch nicht wieder zu viel verrate, lese ich hinten mal den Rückband vor. Gegensätze ziehen sich aus. College-Studentin Cozy Felton ist nicht so leicht in Verlegenheit zu bringen, was ihr in ihrem Job in einem Erotikshop sehr zugutekommt. Als sich allerdings der wohl heißeste Typ des Universums in ihren Laden verirrt und dringend ihre Hilfe braucht, fällt es ihr unglaublich schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren. Denn augenblicklich sprühen zwischen Cozy und Griffin gewaltig die Funken. Auch wenn sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie lassen sich auf einen verboten heißen Flirt ein und plötzlich ist alles anders. Was so unbekümmert begann, geht auf einmal viel, viel tiefer. Cozy muss sich entscheiden, ob sie ihrem Herzen folgt oder die Freiheit wählt. Und ja, das trifft das Buch ganz gut und ich muss sagen, der Anfang, wo sie in diesem Erotikshop arbeitet und Griffin da reinkommt, ist sehr, sehr lustig, wirklich. Also Helena Hunting hat einen ganz, ganz tollen Witz in die Geschichte mit reingebracht. Wie gesagt, der verliert sich so im Laufe der Geschichte. Diese Beziehung zwischen den beiden, wie es hier ja auch schon steht, wird dann natürlich auch ein bisschen ernsthafter und es passieren nicht mehr so viele peinliche Situationen. Und ja, ich muss sagen, mir hat das Buch gut gefallen und ja, mehr dann dazu im Lesemonat. Dann noch bei mir eingezogen ist der 4. Teil der Opposite Attracted Reihe, The Something About Him. Und ich und Englisch, ne? The Something About Him. Ich kann kein Englisch. Ihr wisst, dass ich nicht Englisch lesen kann, also korrigiert mich einfach nicht in den Kommentaren. Ich werde es mir sowieso nicht merken. Ja, das ist der 4. und auch letzte Teil dieser Reihe. Hier geht es ja um den Bruder von Vera, um Van und um die Schwester von Ezra. Wie war ihr Name noch gleich? Dylan, genau. Und ja, die beiden hat man in den ersten 3 Teilen natürlich schon kennen und so auch so ein bisschen lieben gelernt. Und die zwei bekommen jetzt hier ihre eigene Geschichte und ich freue mich da schon unglaublich drauf. Auch wenn ich sagen muss, dass der Typ hier vorne so, oh, das ist so Typ Mann, was überhaupt nicht meinem Geschmack entspricht. So, null. Also, nee, das ist so gar nicht meins. Also, das ist, nee. So, Akku leer, wer kennt's nicht? Ihr kennt das ja schon von mir, ne? Akku leer und so. Jetzt hat sich natürlich auch die Kamera verstellt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bild schief oder gerade ist, ob es vorher schief war. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich wollte euch gerade den Klappentext hier mal von The Something About Him vorlesen. 2 Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch perfekt füreinander sind. Dylan Baptiste hat es geschafft. Sie führt die Sterneküche eines der angesagtesten Restaurants der Stadt. Und merkt schnell, dass sie total überfordert ist. Da kann sie es gar nicht gebrauchen, dass Van Delane, der große Bruder ihrer besten Freundin, in jeder Notlage auftaucht und versucht, den Rittern glänzende Rüstung zu spielen.
Dylan will niemanden, der sie rettet und schon gar nicht Van, der glaubt, alles besser zu wissen. Und doch schlägt ihr Herz jedes Mal schneller, wenn sie ihm begegnet. Man kennt ja die beiden schon aus den vorherigen Teilen und ich freue mich einfach drauf. Ich mochte die ersten drei Teile sehr, sehr gern dieser Reihe und bin jetzt auf den vierten und letzten Teil auch sehr gespannt. Und ja, wie es mir gefallen hat, werde ich euch dann natürlich berichten, wenn ich es gelesen habe. Das ist Buch Nummer 2 und Buch Nummer 3 ist The Secret Book Club. Ich überlege auch gerade, welches von den beiden Büchern ich als nächstes lesen werde. Ich weiß es noch nicht. Schwierige Entscheidung. Auf jeden Fall, The Secret Book Club ist noch bei mir eingezogen und ich bin auch schon sehr gespannt auf das Buch. Ich habe hier inzwischen auch schon geteilte Meinungen gehört. Ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Das ist übrigens der erste Teil einer Reihe. Die erste Regel des Book Club lautet, ihr verliert kein Wort über den Book Club. Erinnert mich sehr an Fight Club, aber egal. Die Ehe von Profisportler Gavin Scott steckt in der Krise. Genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn er nach seiner Frau Thea geht. Thea, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und das darf nicht sein. Thea ist die Liebe seines Lebens und er versteht verdammt nochmal nicht, was überhaupt passiert ist. Eigentlich müsste sie sich bei ihm entschuldigen. Gavin ist ratlos und verzweifelt, bis einer seiner Freunde ihn mit zu einem Treffen nimmt. Einem Treffen des Secret Book Club. Hier lesen und diskutieren Männer heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für Schwachsinn. Wie sollen Liebesschnulzen ihm helfen, seine Ehe zu retten? Doch die Lektüre überrascht ihn. Und Thea steht noch eine viel größere Überraschung bevor. Bin sehr, sehr gespannt auf die Geschichte und lass mich da mal überraschen. Wie gesagt, einige fanden es ultra gut, andere fanden es nicht so gut. Ich bin sehr, sehr gespannt und wie mir das gefallen hat, werde ich euch natürlich auch hier berichten. Ich bin aber schon sehr gespannt. Ich glaube, ich lese erst das und dann das. Oder lese ich erst das und dann... schwierige Entscheidung, die ich hier wieder treffen muss. Machen wir jetzt weiter mit den Büchern, die ich gelesen habe im Mai. Und ich habe ja insgesamt 6 Bücher gelesen. 3 davon sind diese 3. So, hier. Vollendet von Neil Schusterman, der 2., 3. und 4. Teil. Den ersten Band habe ich ja im April mit der Nina zusammen nochmal rereadet. Und wie ihr anhand meiner Marker sehen könnt, habe ich auch Band 2, 3 und 4 mit der Nina zusammen gelesen. Das sind immer meine Leseabschnitte, die ich mir geklebt habe. Und ich werde jetzt hier nicht auf jeden dieser 3 Bände nochmal genau eingehen, weil ich euch auch sonst die Geschichte spoilern würde. Ich hatte ja im letzten Monat grob gesagt, worum es in dieser Reihe geht. Das ist eine Jugenddystopie. Und in dieser Welt, in der das Ganze spielt, können Eltern zwischen dem 13. und dem 18. Lebensjahr ihre Kinder umwandeln lassen, wenn sie keinen Bock mehr auf die haben oder sonstige Gründe vorliegen. Und unser Protagonist in dieser Geschichte, Connor, dem passiert genau das und er flieht. Und auf dieser Flucht passieren ganz, ganz viele krasse Dinge und die Geschichte kommt so ins Rollen. Und ja, am Ende geht es natürlich darum, ist diese Umwandlung überhaupt richtig? Wer hat diese Umwandlung überhaupt gefordert? Was steckt alles genau dahinter? Und was kann man dafür tun, dass diese Umwandlung abgeschafft wird? Und ja, darum geht es in dieser Reihe. Wie gesagt, es ist eine Dystopie. Es hat auch die typischen, klassischen Ansätze einer Dystopie. Und ich muss sagen, ich habe gedacht nach dem ersten Band, was soll denn jetzt hier in 3 Bänden bitte noch alles passieren? Ja, was soll denn da alles noch kommen? Und ich dachte jetzt nur bei jedem Band, holy shit, ist das gut? Und es kam wirklich immer mehr. Es kam immer mehr dazu. Es gipfelte sich dann im 4. Band wirklich in einer Absurdität teilweise auch schon, was da alles abging. Und holy shit, es war einfach so gut. Ich muss sagen, die ganze Geschichte ist richtig, richtig toll. Ich liebe jeden einzelnen Band davon. Ich muss allerdings sagen, dass ich persönlich das Ende für diese Reihe, also dieses Ende ist absolut nicht kitschig, aber ich finde es für diese Reihe zu kitschig. Ich kann jetzt hier nicht genau sagen, warum, weil ich euch dann spoilern würde und das möchte ich nicht. Aber wer das Buch gelesen hat und wer die Reihe gelesen hat, wird mich vielleicht ein bisschen verstehen können. Diese Reihe ist sehr, sehr hart teilweise. Also es passieren sehr, sehr grausame Dinge auch in dieser Geschichte. Und dann hat man so ein Ende so gefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist so, das hat für mich nicht hundertprozentig gepasst. Es ist ein gutes Ende, es ist ein offenes Ende vom 4. Band auch. Also es ist eigentlich, alle Fragen und so sind geklärt, aber die Geschichte ist offen. Also man kann sich dann als Leser selber denken, was denn jetzt als nächstes kommt und als nächstes passieren wird. Und das hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, ich fand es trotzdem für die Geschichte irgendwie zu
gut. Also es war ein zu fröhliches Ende. Fröhlich ist nicht das richtige Wort, aber mir fällt gerade das richtige Wort dazu nicht ein. Und ja, ansonsten, es ist einfach so heftig, was mit dieser Reihe noch passiert. Es geht dann hier nicht nur darum, dass diese Kinder in diesen Erntecamps nicht mehr umgewandelt werden sollen, sondern es tun sich dann hier verschiedene Parteien auf und es ist einfach so heftig. Es werden Menschen zusammengebaut aus Einzelteilen und also wie gesagt, der vierte Teil war ganz krank mit Menschen in Blumentöpfen und es war einfach so heftig. Also der vierte Teil war echt der krasseste. Also ich muss sagen, der zweite und der dritte Teil, da ist auch immer was passiert. Also es war nie, dass du gedacht hast, so, boah, es ist irgendwie so sehr langweilig gerade. Also die Geschichte ist immer gut gelaufen, man hat immer eine gewisse Spannung in der Geschichte. Auch wo Argent und Grace dann in die Geschichte eingeführt worden sind, war das nochmal so ein guter Aspekt für die Geschichte. Und es kam am Ende so, was Grace betraf, wie ich es mir gehofft hatte. Grace ist meine heimliche Heldin. Wirklich, es ist so. Grace ist meine Heldin in dieser Geschichte. Ja, auf jeden Fall war das im zweiten und dritten Band nie so langweilig oder so. Aber als man dann den vierten gelesen hat, dachte man einfach nur, holy shit, das stellt die ersten Bände so schon in den Schatten. Also es war schon wirklich richtig krass, was im vierten Band hier alles abgegangen ist. Und es ist einfach eine wahnsinnig tolle Reihe. Ich kann euch nichts jetzt zum Inhalt sagen, weil ich euch sonst spoilern würde und das ist kacke. Also wenn ihr vollendet kennt und gelesen habt und ihr wollt nochmal ein Buch haben über die Reihe, wo ich auf jeden Teil nochmal einzeln eingehe und zu jedem Teil auch nochmal was sage und auch ein bisschen spoilere und jetzt geht die Sonne weg, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Dann gucke ich mal, dass ich vielleicht noch mal eine Reihenvorstellung oder so zu vollendet machen kann. Ansonsten kann ich dazu jetzt nicht viel weiter sagen, weil Band 2 bis 4. Aber unglaublich gute Jugenddystopie, wie gesagt, die auch so ein bisschen brutaler wird dann zum Ende hin, aber jetzt nicht so eklig brutal, sondern halt einfach nur so ein bisschen krass, dass man da sitzt und denkt so, shit, was ist hier los? Und ja, ich liebe Neil Schusterman, ich weiß, dass das immer, also ich hatte das im letzten Video schon gesagt, dass mit Neil Schusterman ist immer so ein bisschen zwiegespalten. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Also ich glaube, so dazwischen gibt es nicht wirklich was. Also entweder man mag seine Geschichten und seinen Stil oder man mag es halt nicht. Ich hatte es im letzten Mal schon gesagt, Neil Schusterman hat nicht viel Zeit für Geplänkel. Der schreibt sehr, sehr gerade raus und sehr, sehr nüchtern. Und ich finde das richtig gut. Mir hat das ultra gut gefallen. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die ja, die das nicht mögen und denen das dann auch nicht gefallen wird. Deswegen, falls ihr von den Schustermann noch nichts gelesen habt, schaut euch lieber erstmal eine Leseprobe an, bevor ihr euch gleich irgendwie eine Reihe kauft oder so. Es ist nicht jedermanns Geschmack, das muss man dazu sagen, aber ich finde diesen Mann einfach genial. Ich liebe diese Reihe und ja, kann sie euch wirklich nur empfehlen. Lest, vollendet, so unglaublich gut. Und der vierte Band, Leute, der vierte Band ist einfach so unglaublich heftig. Und das mit diesen Menschen in den Blumentöpfen, das ist so krank. Ich komme da bis jetzt nicht drauf klar. Menschen in Blumentöpfen. Also ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie das gehen soll. Aber ja, wenn ihr wissen wollt, wie das mit diesen Menschen in diesen Blumentöpfen funktioniert, dann lest das Buch. Es ist einfach so krank. Es ist einfach absolut krank. Und auch dieser eine Typ, der die Augen sammelt, auch total ekelhaft. Aber ja, es passieren krasse Dinge in diesem Buch. Deswegen, wenn ihr Bock auf eine Jugenddystopie habt, vollendet und so, ne? Schaut sie euch an. Und da ich jetzt nun drei Dystopien gelesen habe, habe ich halt dann dazwischen und nebenher noch drei andere Bücher gelesen und das waren alles drei Liebesromane. Ich konnte dann jetzt nicht noch neben vollendet noch ein anderes Jugendbuch oder Fantasybuch oder irgendwas lesen, das kriege ich immer nicht auf die Reihe. Deswegen habe ich dann noch drei Liebesromane gelesen und zwar zum einen Duty and Desire, vorsätzlich verliebt von Tessa Bailey. Das war ja das Buch aus meiner Bücherbüchse, was ich bekommen hatte und ich war schon sehr gespannt auf die Geschichte. Und ich muss sagen, die Geschichte war süß und so, aber die hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich fand den sexuellen Anteil ziemlich hoch in diesem Buch und auch diese sexuellen Anspielungen und das alles, das war mir irgendwie so ein bisschen viel. Und die eigentliche Story ist dadurch so ein bisschen untergegangen und ist auch so ein bisschen hinten runtergefallen, meiner Meinung nach. Und ja, es war eine süße Geschichte, aber ich bin mir hier noch nicht sicher, ob ich weiterlesen soll. Ich habe jetzt schon bei einigen Leuten gelesen und auch gehört, dass der zweite und auch der dritte Teil besser sein sollen. Also der dritte soll wohl der beste Teil sein der Reihe. Und ja, ich bin mir jetzt halt sehr unsicher, lese ich weiter oder nicht. Habt ihr schon die Reihe komplett gelesen vielleicht? Könnt ihr mir sagen, ob Teil 2 und 3 anders, besser oder irgendwas sind? Soll ich weiterlesen? Ich bin mir absolut unsicher. Also wie gesagt, ich fand die Geschichte süß, das war ganz nett, aber das war jetzt halt nichts, was mich extrem begeistern konnte. Und
Deswegen bin ich momentan auf dem Stand, eigentlich muss ich nicht weiterlesen, aber manchmal sind erste Teile ja einfach nicht so gut, ne, wie bei Rock Kiss, und dann wird es halt mit jedem Band besser. Ich bin mir da sehr unsicher. Also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ich hier weiterlesen soll oder nicht, falls ihr die Reihe kennt. Ich bin mir sehr, sehr unsicher. Zum Inhalt in diesem Buch geht es um Charlie und um Ever. Charlie ist auf der Polizeischule und er wird gerade zum Polizisten ausgebildet. Und Ever ist selbstständig mit einem Catering-Service. Und die beiden lernen sich kennen und beide wollen keine Beziehung. Und beide finden sich aber sehr, sehr attraktiv und sehr, sehr anziehend. Und Ever hat so ein 30-Tage-Verfallsdatum. Also die tut sich immer einen Typen suchen für 30 Tage. Und mit dem hat sie dann ganz viel Spaß und so. Und dann tschüss. Dann wird er abgesägt und dann irgendwann sucht sie sich den nächsten und macht es auch wieder mit diesen, ich glaube es waren 30 Tage, ich glaube es war mal ein Monat. Auf jeden Fall, ja, lernen die beiden sich kennen und finden sich attraktiv und die beiden finden ihre Abmachung auch super und so und ja, und dann sind diese 30 Tage um und der Spaß ist irgendwie vorbei und Charlie versteht jetzt halt nicht, warum sie jetzt einfach diese Vereinbarung löst, weil es lief ja auch gerade so gut und Eva versucht sich dann von Charlie zu distanzieren und versucht dann halt, ihn aus ihrem Kopf zu kriegen, aber irgendwie funktioniert das auch nicht so richtig. Ja, und beide sind schon so ein bisschen voll in Love miteinander, gestehen sich das aber nicht ein. Und ja, dann geht es halt darum, was passiert und was erleben die beiden und kommen sie am Ende zusammen oder nicht. Und ja, ich sag, es ist eine süße Geschichte, aber es ist so, ja, es war jetzt nicht so, wisst ihr, was ich meine? Es war jetzt nicht so, da hat irgendwie das gewisse Etwas hat hier für mich einfach gefehlt. Meine Güte, ich kann heute nicht sprechen. Es waren halt so Aspekte in diesem Buch und Wendungen, die ich halt in 50 anderen Büchern auch schon gelesen habe. Ich meine, klar, man kann das Rad nicht immer neu erfinden, aber irgendwie, ja, es war halt nichts Besonderes einfach. Und das fand ich halt sehr, sehr schade. Also, es ist eine süße Geschichte mit tollen Charakteren und einem tollen Setting auch. Also das Setting hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Beschreibungen in diesem Buch haben mir auch gut gefallen und das Ganze drum und dran fand ich auch gut. Aber der Inhalt, die Geschichte hat es halt einfach nicht ausgerissen. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich da weiterlesen soll. Ja, dann habe ich noch gelesen Cherish Hope von Nalini Singh. Das ist der zweite Teil der... Ich habe schon wieder vergessen, wie diese Reihenbezeichnung ist. Nein, mir fällt es auch spontan nicht ein. Ja, auf jeden Fall habe ich dieses Schätzchen hier gelesen. Das ist der zweite Teil dieser Reihe von Nalini Singh. Und ich muss sagen, das Buch fing ultra gut an. Es war richtig gut am Anfang, aber irgendwo hat es mich dann verloren. Also ich muss sagen, dieses Buch hat echt mega gut angefangen. Es war sehr interessant am Anfang und ich fand die Charaktere so toll. Und man hat ja im ersten Teil schon mitbekommen, was bei Raj und Naina da so abging. Und ja, und irgendwo so kurz nach der Hälfte hat mich das Buch einfach verloren, weil dann plätschert das nur noch so vor sich hin und es war sehr vorhersehbar und es war klar, was dann am Ende alles passieren wird und es war dann einfach nicht mehr interessant und nicht mehr spannend. Ich habe es dann bis zum Ende gelesen, aber ich war dann so bei der Mitte, hätte ich sagen können, ja, coole Geschichte, reicht mir, lege ich weg. Und das ist nicht gut, das ist einfach nicht gut für ein Buch und das ist mir vorher noch nie passiert, dass ich so ein Gefühl bei einem Buch hatte. Auch bei einem Liebesroman. Ich hatte auch vorher noch nie das Gefühl, dass ein Liebesroman mich verloren hat. Aber bei dem war es einfach so. Also die erste Hälfte war so unglaublich gut. Der Anfang war so gut. Und ich habe gedacht, yay, yeah, geil, Nalini Singh, wuhuhu, sie hat's drauf, wup, wup. Und dann so, ach ja, okay, alles klar, Geschichte erzählt. Und das war so, super. Mein Handy redet mit mir. Ja, auf jeden Fall war das schon recht enttäuschend für mich, gerade weil es Nalini Singh ist, aber es ist halt nun mal so. Den dritten Teil dieser Reihe werde ich auf jeden Fall nicht lesen. Das ist ja der gleiche Band wie Rock Kiss 2, der dann erscheint. Ich bin mir auch gerade noch nicht sicher, ob ich den vierten Teil lesen möchte. Ich weiß es einfach nicht. Ich fand ja den ersten Teil schon gut, aber auch nicht hervorragend. Aber es ist halt Nalini Singh und ich habe dann gedacht, komm, lies weiter. Und jetzt war der zweite Teil aber für mich jetzt noch weniger ansprechend. Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich den vierten noch lesen soll. Keine Ahnung, ich bin da gerade so im mit mir. Ich weiß es nicht. Also es ist auch hier eine süße Geschichte, die aber absolut vorhersehbar ist. Da kommen keine überraschenden Wendungen mehr. Wie gesagt, gerade ab der Hälfte verliert sich das alles. Das dümpelt nur noch so vor sich hin und plätschert so vor sich hin. Und
es werden Sachen konstruiert und man halt wirklich auch merkt, dass die konstruiert sind. Und ja, fand ich ein bisschen schade und ein bisschen schwierig. Ansonsten, was die Charaktere betrifft, die haben mir natürlich sehr, sehr gut gefallen. Raj und Naina, ein tolles Paar, tolle Charaktere und wie geschaffen füreinander. Man kann es nicht anders sagen, aber man hätte dieses Buch wirklich einfach hier so, das hätte gereicht. Das hätte man nicht mehr schreiben müssen. Dann wäre das alles super gewesen, aber ja, dann hinten dran noch dieses ganze Blabla, Mäh, Dödö, das hätte man einfach weglassen können. Und dann hätte man halt einfach ein dünneres Buch gehabt, aber ja gut, es ist halt so. Aber dafür hat es mich dann einfach verloren, dieses Buch. Ja, also wie gesagt, Charaktere fand ich gut. Auch die Nebencharaktere waren ganz, ganz cool und ganz interessant. Wenn ich immer nicht verstanden habe, war ihre Schwester und halt auch ihre Eltern konnte ich, was das Thema mit ihrer Schwester betraf, auch nur teilweise verstehen. Also ich habe das schon verstanden, warum sie Dinge getan haben, die sie getan haben, ihre Eltern. Aber so richtig hundertprozentig für mich nachvollziehen kann ich es nicht. Ich habe jetzt keine Kinder. Ich weiß jetzt nicht, wie das in so einer Situation ist, aber ich weiß nicht, ob ich da anders reagiert hätte oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die Charaktere gut. Was das Setting betraf, hat es mir auch sehr gut gefallen. Es spielt wieder Neuseeland. Ein tolles Setting einfach. Neuseeland ist einfach so toll und man kann da so viel rausholen, auch von den Beschreibungen her und was die dort alles machen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, vom Schreibstil her, es ist Nalini Singh locker, leicht und einfach. Sie schreibt irgendwie aus der dritten Person. Es gibt viele Leute, die einfach mit dem Schreibstil von Nalini Singh nicht klarkommen, weil sie so eine Mischmasch hat aus Ich- und Erzählerperspektive. Also sie wechselt ja auch manchmal im Kapitel, ich glaube bei dem Buch war es jetzt nicht so, aber bei der Gestaltenwandlerei ist es so. Und da wechselt sie ja im Kapitel die Ansichten, damit kommen auch viele nicht zurecht. Deswegen, ich finde Nalini ihren Schreibstil locker, leicht und einfach. Ich komme damit super zurecht, hatte damit noch nie Probleme. Aber ich verstehe halt auch Leute, wenn die sagen so, boah, das ist gar nichts für mich, das ist überhaupt nicht meins, damit komme ich nicht klar. Wie gesagt, hier in dem Buch war es jetzt nicht so, hier war das in Kapitel unterteilt mit den Sichtweisenwechseln. Was ich auch gut fand, weil man halt auch so die Sichtweise von Raj gesehen hat und alles. Und ja, hätte das Buch mich nicht irgendwo in der Mitte verloren, wäre es richtig gut geworden. Aber so war das zum Ende hin wirklich sehr flach, einfach nur. Jetzt ist keine Geschichte, die ich unbedingt empfehlen kann. Also ich fand den Anfang, wie gesagt, ultra gut. Das mit Raj und Naina, wie das angefangen hat, dann diese ganze Situation mit der Heirat. Ich habe es so gefeiert. Ich habe es wirklich sehr gefeiert und sehr geliebt. Und dann passierte einfach nichts mehr. Und das war halt so schade. Naja, Cherish Hope. Wer Nalini Singh-Fan ist, muss es lesen. Alle anderen, es ist ein halb gutes Buch. Also die erste Hälfte ist ultra genial und dann so flatsch fällt das alles so ab und es wird sehr vorhersehbar und alles und sehr, sehr schade. Sehr, 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 sehr schade. Also ihr müsstet da selbst entscheiden, ob ihr das lesen wollt oder nicht. Ich kann euch da keine Empfehlung aussprechen, aber ich kann euch da auch keine Nicht-Empfehlung aussprechen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so, ich weiß nicht, was ich empfinden soll, Buch. Das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist jetzt auch, wie gesagt, noch ein Liebesroman. Und auch dieser Liebesroman hat mich nicht wirklich begeistern können. Das hat mich noch weniger begeistern können wie die anderen beiden. Also, ja, das Buch jetzt, was ich euch zeige, war sehr Baukasten. Ich kann das nicht anders sagen, als ein Baukasten. Und das ist mir bei der Autorin schon mehrmals aufgefallen, dass sie nach einem Baukasten schreibt. Kennt ihr das? Jede Story hat ja eine bestimmte Art und Weise, wie sie erzählt wird. Ne? Also bei Fantasy-Romanen zum Beispiel gibt es die Heldenreise, ne? Wonach man ein Buch schreiben kann. Was da wird dann, wenn man sich das mal anguckt, also wenn man sich mit diesem Thema mal beschäftigt, was es da alles für Arten gibt, ein Buch zu schreiben, dann wisst ihr, was ich auf jeden Fall meine. So. Auf jeden Fall erkennt man bei dieser Autorin immer den Baukasten. Man weiß immer, sie reagiert nach Schema F. Und sie hält sich da auch strikt dran. Es gibt viele Autoren, die brechen das, damit das halt nicht konstruiert aussieht, damit man halt nicht denkt, dass das so Baukastenschema F ist. Aber bei der Autorin ist mir das in dem Buch davor schon aufgefallen, dass das genau das Gleiche war. Und damit war das Buch für mich absolut vorhersehbar. Überhaupt, es gab keine Spannung in dieser Geschichte. Die Geschichte dümpelte nur so vor sich hin. Die Charaktere haben für mich auch keine richtige Tiefe gehabt, das plätscherte alles nur so vor sich hin und ich bin mit der Autorin jetzt auch durch. Ich habe gelesen Dream Again von Mona Kasten und das war jetzt auch mein letztes Buch, was ich von der Autorin gelesen habe.
Ich finde, die Again-Reihe hätte bei 3 Büchern bleiben sollen. Weil ich fand den 2. und auch den 3. Teil wirklich gut. Die haben mir sehr gut gefallen, die Bücher, die haben mir Spaß gemacht. Dann kam ja letztes Jahr Hope Again raus und da habe ich schon gedacht so, hat sie jetzt einen Rückschritt gemacht? Weil ich finde, bei vielen Autoren merkt man, dass sie sich weiterentwickeln, ne? Und dass sie besser werden und mehr Pfiff in die Geschichten kriegen und mehr Kniffe für die Geschichten lernen. Aber hier habe ich einfach nur das Gefühl, das entwickelt sich zurück. Der erste Band war genauso wie hier der 5. und wie der 4. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also ich fand den ersten damals so, ja, okay, war übel kitschig, übel vorhersehbar, war ganz nett, okay, war jetzt das erste Buch in der Richtung, warten wir mal, was noch kommt. Dann hat sie den 2. und den 3. Teil rausgehauen, die Autorin, die mir wirklich gut gefallen haben, wo das alles nicht der Fall war. Und dann kommt Band 4 und 5 und wir sind wieder beim gleichen Stand wie bei Band 1. Und ich glaube, ich bin für Mona Kasten einfach zu alt. Ich glaube, Mona Kasten sollten wirklich 14-jährige, 16-jährige Teenie-Mädels lesen. Die sind da gut bedient mit. Aber ich mit meinen 34 Jahren bin da einfach zu alt. Wirklich, es ist einfach so. Ich finde die Geschichten zu flach. Ich finde es zu konstruiert. Ich finde es einfach nur langweilig. Ich habe da keinen Spaß dran. Ich erwarte da einfach schon mehr von einem Buch. Und das soll jetzt nichts heißen, alle, die in meinem Alter sind und diese Bücher feiern, Leute, das freut mich für euch. Ich möchte euch nicht beleidigen oder eure Meinung untergraben oder irgendwas, bevor ich jetzt hier wieder irgendwelche dämlichen Kommentare kriege. Es ist okay, wenn euch das Buch gefällt und mir nicht. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal für alle ausdrücklich sagen. Jeder hat seine eigene Meinung. Ich sage hier auf diesem Kanal meine Meinung. Und entweder ihr stimmt mit meiner Meinung überein oder halt auch nicht. Aber das heißt nicht, nur weil ich das Buch kacke finde, dass ihr das Buch kacke finden müsst. Ne? Wenn ihr das gut findet, ist das super. Wenn das euch Buch Spaß gemacht hat, ist das auch super. Aber ich bin raus. Ich bin bei Mona Kasten einfach raus. Ich hatte nach Cold Wolf City schon gesagt, okay, ich bin bei ihren Fantasy-Geschichten raus, weil das war einfach nur Müll, was sie da geschrieben hat. Und ja, das ist jetzt hier, das ist jetzt kein Müll. Es ist eine süße Geschichte und man liest diese Geschichte auch unglaublich schnell. Aber das sticht aus diesem ganzen New Adult Brei, den es im Moment auf dem Markt gibt, nicht heraus. Das ist kein Buch, wo ich sage, oh Leute, es ist so gut, lest es. Nein, es ist der gleiche Matsch wie alle anderen New Adult Bücher, die hier gerade irgendwo erscheinen. Nicht alle, es gibt Ausnahmen, um Gottes Willen. Aber ich habe im Moment echt das Gefühl, dass hier viele Bücher einfach nur geschrieben werden, um rausgehauen zu werden. Und ob sie jetzt wirklich gut sind oder nicht, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Die Leute kaufen sie. Wir machen ein schönes, buntes Cover mit Glitzer und so und dann werden die Leute das schon kaufen. So habe ich momentan das Gefühl, ist das. Und ja, ich denke, man hätte aus dieser Geschichte noch einiges mehr rausholen können. Gerade mit den Ansätzen, die es hier in dieser Geschichte gibt. Aber nö. Es dümpelte so vor sich hin und am Ende dachtest du so, ja, okay, jetzt passiert das, ja, okay, jetzt passiert das, ja, okay, jetzt passiert das. Und so war es dann im Endeffekt auch. Also, es passiert nichts, was ich nicht schon irgendwie hätte voraussehen können. Ich habe das Buch mit der Tina auch wieder zusammen gelesen, ihr ging es da ähnlich wie mir. Also, wir haben das Buch gelesen und haben gedacht so, ja, ist ganz nett, aber pff, bringt mir nichts. Also, wie gesagt, es liest sich wirklich richtig schnell. Also wir haben diese Leseabschnitte. Wir haben teilweise 2 oder 3 Leseabschnitte an einem Tag gelesen, weil es sich halt einfach ganz einfach lesen lässt. Also man fliegt wirklich durch die Geschichte durch, weil es halt ein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil ist. Man muss da nicht nachdenken, gar nichts. Aber es ist halt für mich eine Geschichte, die nichtssagend ist. Ich werde dieses Buch vergessen. Ich werde irgendwann vergessen, was da passiert ist. Ich werde die Charaktere vergessen. Das ist nichts so Nachhaltiges für mich. Das ist nichts, was im Kopf bleibt, wie jetzt so zum Beispiel das Reich der 7 Höfe, wo ich heute noch sage, oh mein Gott, ist so gut. Ich weiß noch genau, was passiert ist. Nee, das hier wird irgendwann aus meinem Gedächtnis verschwinden. Das ist so, oh. Ich kann euch jetzt nicht nochmal, ich könnte euch jetzt nicht mehr sagen, was in Hope Again passiert ist. Also schon im Groben noch, aber ich weiß noch, dass ich es so lala fand, genauso wie das hier. Es tut mir sehr, sehr leid, das sagen zu müssen, aber ich bin mit Mona Kasten durch. Ich werde von der Frau nichts mehr lesen, einfach weil es nicht mein Geschmack ist, nicht meinen Erwartungen entspricht und ich es einfach zu langweilig und zu vorhersehbar finde und ich halt immer diesen Baukasten dahinter erkenne. Das mag für euch vielleicht nicht so sein, aber ich sehe wirklich immer das Schema, nachdem das Buch geschrieben ist und das ist für mich ganz furchtbar, weil du dadurch erst recht weißt, was am Ende passiert und ja, schade.
aber meins ist es leider nicht. Und für mich war das auch das Schwächste von den drei Liebesromanen, weil halt einfach nichts passiert ist, auch wenn es sich halt einfach hat lesen lassen. Man kann zum Buch eigentlich nicht mehr sagen, außer dass es um Blake geht, den man schon aus Hope Again kennt und ich da sehr, sehr mochte und ich mich sehr auf die Geschichte von Blake gefreut habe. Ja, auf jeden Fall geht es um Blake und um seine Ex-Freundin Jude. Jude ist mit 17 Jahren nach L.A. gegangen, um Schauspielerin zu werden und ja, am Anfang waren die beiden dann auch noch ein Paar, aber dann hat Jude die Beziehung zu Blake beendet aus Gründen, die ich jetzt hier nicht näher erläutern möchte und jetzt 2 Jahre später steht Jude auf einmal bei Blake vor der Tür und bittet um Obdach und ja, Blake wohnt mit dem Bruder von Jude zusammen in einem Haus und die haben halt noch ein Zimmer frei und Ezra hat halt seiner Schwester das Zimmer angeboten, denn sie möchte nicht nach Hause gehen zu ihren Eltern, um dort halt zu sagen, dass ihre Schauspielkarriere vorbei ist und das will sie sich nicht eingestehen. Sie will jetzt erstmal gucken, dass sie irgendwie wieder auf die Beine kommt, einen Job findet und sie muss jetzt halt auch erstmal gucken, was mit ihrem Leben passieren soll und ja, geht jetzt deswegen zu ihrem Bruder und ja, trifft dann halt dort auf Blake und Jude merkt sehr, sehr schnell, dass Blake nicht mehr der liebevolle, lustige, charmante Junge von damals ist, sondern ja, sich ihr gegenüber wie das größte Arschloch verhält und auch generell sehr, sehr ruppig ist und sehr unfreundlich und ungehalten und sie erkennt ihn halt auch einfach nicht wieder und ja, sie fragt sich dann natürlich, was da passiert ist und was mit Jude und Blake passiert. Das ist es, worum es in diesem Buch geht. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, bevor ich wieder so viel verrate. Wie gesagt, nette Geschichte, liest sich ultra schnell, aber für mich halt einfach nichts sagen. Das passiert halt einfach nichts. Ja, und mehr kann ich dazu jetzt leider auch nicht sagen. Das waren die 6 Bücher, die ich im Mai gelesen habe. Das Video ist jetzt nicht so lang wie gewöhnlich. Das liegt aber anscheinend auch einfach nur daran, dass ich halt bei 3 Büchern eigentlich nichts sagen kann, außer dass ich sie gut finde. Und normalerweise quatsche ich ja über jedes Buch ewig lang. Aber da ich irgendwie bei den 3 Liebesromanen auch nicht so Bombe begeistert war, kann ich halt auch nicht so viel zu sagen. Ne? Das ist halt immer schwierig. Und ich mag ja immer nicht so gern auf so Büchern rumhacken. Auch wenn das halt manchmal schon passiert, gerade wenn ich extrem enttäuscht von dem Buch bin, hacke ich ja dann doch schon mal drauf rum. Aber ja, was soll ich halt sagen? Mona Kasten, ich bin raus. Dati and Desire, schreibt es mir in die Kommentare, ob ich es weiterlesen soll. Und bei Nalini Singh bin ich auch echt noch im Zwiespalt, ob ich den 4. Teil jetzt noch lesen soll. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, diese 3 Liebesromane waren einfach irgendwie enttäuschend für mich. Ich hoffe, dass jetzt die Bücher, die ich diesen Monat lese, besser werden. Also ich habe schon 2 Liebesromane gelesen, die waren bei weitem besser. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Schreibt mir eure Meinung zu den Büchern, zu allem, wie immer gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf, auch wenn ich manchmal erst Wochen später antworte. Es tut mir leid. Ja, ich bedanke mich fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!